ist der Reporter. Der FC Erzgebirge Aue vollführt diesen Anstoß im unschuldigen Weiß. Rot-Blau die Spielkleidung der Magdeburger. Ja, ich hoffe nicht, dass jemand sagt, das ist ja ganz hervorragend von der Terminplanung. Beide haben ja bewiesen, dass es geht, einen Tag vorher noch Punktspiele zu bestreiten und dann hier dieses Hallenturnier mitzumachen. Gerd Schädlich, der Trainer des FC Erzgebirge, der äußerte sich heute in der Presse und sagte fast sarkastisch, also das kann man denn ja auch beides an einem Tag machen. Denn müssen wir uns nur einigen, was wir am Vormittag spielen, entweder um Punkte oder dann in der Halle. Aber konzentrieren wir uns jetzt auf dieses Finale mit Kurt und dem FC Erzgebirge Aue. Wir kennen sofort, Hasse versucht mit nach vorne zu kommen, wenn der FC Erzgebirge im Ballbesitz ist. Ansonsten ist ein junger Mann dort hinten im Tor, Jörg Hahnel. Tomoski. Zani für Magdeburg. Der Albaner, ein feiner Fußballer, Mittelfeldstratege. Und hier wurde die Attacke von Peter Grund abgepfiffen. Mithilfe der Bande, Pavel Dobry. Dobry ja bislang der beste Torschütze der Magdeburger. 5 Tore hat er hier erzielt. Und da war Hahnel gefordert. Marco Kurt. Und Aue im Ballbesitz und da kommt Hasse. Der Mann aus Erlabrunn. Tomoski. Tomoski, der beste Torschütze beim FC Erzgebirge in diesem Turnier. 4-mal war er erfolgreich. Gehört ja auch zu den technisch starken Spielern im Lößnitztal. Grund. Tomoski. Und mit viel Übersicht auf Marco Kurt. Und dann der Versuch, mit der Bande zu spielen. Kurt. Das ist Hasse. Hasse, ein Mann, der auch draußen hervorragende Freistöße tritt. Das kann er genauso gut wie der andere Libero beim FC Erzgebirge, wie Tautenhahn. Grund. Hasse. Grund. Tomoski wartet hier. Und Marco Kurt. Vorsichtiger Aufbau jetzt vom FC Erzgebirge. Und Magdeburg lässt die Pfeilchen kommen. Ja, große Chance für Marcel Salomo. Nach diesem Bandenspiel. Salomo hat ja auch schon 2-mal in diesem Turnier getroffen. Sören Holz ist ins Spiel gekommen. Wir erleben ein Finale mit sehr, sehr guter Stimmung. Also die Anteilnahme des Publikums ist hier schon gewaltig. Obwohl nun nicht alle logischerweise aus Magdeburg oder Aue kommen. Aber es sind auch viele Fans von Dynamo Dresden noch hier geblieben, die ganz einfach für diese herrliche Atmosphäre sorgen. Holz. Jendrosek. Gegen Rasche. Erfahrung gegen Jugend. Jendrosek setzt sich durch. Grund. Und Aue wechselt wieder. Hahnel nimmt zurück auf die Bank. Und Hasse kommt. Ja, da muss man ballsicher sein. Das ist natürlich auch nicht ohne Risiko, was der FC Erzgebirge dort veranstaltet. Aber, das haben die Vorrundenspiele gezeigt, auch Magdeburg hat dieses technisch und taktische Repertoire drauf. Jetzt kommt Hannemann. Erste Mal in diesem Spiel. Ist natürlich ein Mann mit einem gewaltigen Schuss. Auch mehrfach in den Punktspielen bewiesen.
Holz. Schön gesehen auf Rasche. Es wird Achim Steffens, dem Magdeburger Trainer, ja immer nachgesagt und auch ein wenig angedichtet. Er setzt auf die Jugend. Also bei diesem Hallenturnier stimmt das in jedem Fall. Rostislav Brohm jetzt bei Aue im Spiel mit diesem herrlichen Schuss. Aber auch gute Parade von Norman Becker, der dann natürlich wieder zwischen die Pfosten geht und Hannemann hinter der Bande. Ja, solche Fehler von Hasse können bestraft werden. Rasche. Also Rasche wie im Punktspiel Alltag ein wenig vorgezogen. Dann wird den jungen Mann. Aues Kotra. Und dahinter ein wenig verdeckt. Gerd Schädlich. Hasse. Baue jetzt Noweski im Spiel. Hier hat er den Ball. Der Verteidiger, der Neuzugang, der sich einen Stammplatz erkämpft hat. Und das muss er ja machen. Also wenn der nicht drin gewesen wäre von Salomo, dann wäre ich gegangen, dann hätte ich hier meinen Kram zusammengepackt. Also der musste es ja nun wirklich sein. 1:0 Marcel Salomo für den FC Erzgebirge Aue, für den Titelverteidiger. Ausgangspunkt, wir sehen das an dieser Wiederholung, Hasse. Und dann Salomo richtig gelaufen, völlig freistehend und ohne Mühe markiert er den ersten Treffer dieser Partie. Magdeburg antwortet mit Hannemann und mit Dobry. Einige Magdeburger fehlen ja, wie Papic, wie Masley, wie Prest, wie Mba. Aber Dobry mit dabei. Schöner Zweikampf jetzt mit Noweski und mit Tim Kreibig. Ich denke mal, die Dynamo Dresden-Fans sind auch über die Außenmikrofone zu hören. Wir wollen Dynamo sehen, aber die konnten sich ja nun nicht qualifizieren für dieses Finale. Und hier haben wir die Magdeburger. Der Mann in der Mitte, Achim Steffens, der diese feine Serie gestartet hat, nachdem er das Traineramt übernommen hatte. Hasse. Tim Kreibig und Schuss von Brohm. Gefährlich zum Ball gegangen von Ronny Scholze. Rund. Und wieder Hasse, der mit 9 Jahren damals noch bei Wismut Aue begann. Also wenn man so will, ein richtiges Eigengewächs. Und das Wechselspiel der Magdeburger, schön eingefangen von unserem Regisseur, mit Hannemann und Zani kommt. Ich denke, Rot-Blau muss etwas aktiver werden. Zani. 9 Minuten sind immerhin absolviert. Wo soll Zani hinspielen? Zu Sören Holz. Und unten dirigiert auch Hannemann. Hier hat er jetzt den Ball. Kommt ja im Prinzip als Übergewicht, als zusätzlicher Mann hier hinein. Da verzichtet man dann kurzzeitig auf den Torhüter. Das machen beide Mannschaften, praktizieren beide, aber es ist mit einem gewissen Risiko halt immer wieder verbunden. Es ist schon angeklungen in einem der Berichte,
dass Aue eine Mannschaft ist, die aufgrund auch der Wetterlage dort im Lößnitztal sehr häufig in der Halle trainiert. Manch einer sagt, na, die müssen da doch Vorteile haben, so oft wie die drinnen spielen. Hasse. Hat mal Sportwissenschaften studiert, aber dann das Studium an den Nagel gehangen aufgrund der Verpflichtung beim FC Erzgebirge Aue. Also, gibt jetzt 100% dem Fußball. Und fällt hier mit klugen Pässen auf. Jetzt die Möglichkeit zum 2:0. Clever herausgespielt. Grund dann letztlich der Schütze. Aber Marco Kurt, wir werden das mit Sicherheit zu sehen bekommen. Hier haben wir das. Mit sehr, sehr viel Übersicht wartet die Reaktion des Torhüters ab. Da waren dann im Prinzip zwei Pfeilchen völlig frei. Und das haben sie dann geschickt ausgenutzt. Wie im ersten Fall Salomo, diesmal Grund freigespielt. 2:0, aber wir müssen uns auch auf die Magdeburger konzentrieren, auf Mike Zentrich zum Beispiel. Schnelle und passende Antwort der Magdeburger wäre gut, würde noch einmal Würze in dieses Spiel bringen. Ansonsten sieht so aus bei 2:0, dass der FC Erzgebirge seinen Titel verteidigen könnte. Hasse, Salomo. Grund spielt mit Jendrosek beim FC Erzgebirge Aue. Hasse. Und Norman Becker. Ja, er kann eine Abwehr organisieren, das hat er bewiesen draußen, der Holger Hasse. Darum ja auch auf der Libero-Position von Gerd Schädlich so häufig eingesetzt. Salomo kam mal aus Berlin ins Erzgebirge und kämpft sich hier durch mit schönem Abschluss. Aber Magdeburg hat nicht mehr 3 Minuten zur Verfügung, um das hier noch zu drehen. Aber beim Finale, da geht es ja um 20 Minuten, also haben sie doch noch ein wenig mehr Zeit. Vorrundenspiele waren ein wenig kürzer, aber Finale, da hat sich der Veranstalter gesagt, waren wir ein wenig länger, das ist gut so. Noweski gegen Zani. Und das Wechselspiel, Hannemann. Fehlpass von ihm. Ja, das ging nicht, was Grund davor hatte. Hinter der Mittellinie hat er abgedrückt. Das ist ja in der Halle nicht geschafft. Würde als Tor jedenfalls nicht zählen. Zani. Ja, gestern ist diese Serie von Achim Steffens zu Ende gegangen. Doch Gerd Schädlich in Verl hat nur einen Punkt auf der Habenseite verbuchen können. Hätte natürlich auch gerne 2 mehr gehabt. Aber was soll's? Hasse. Marco Kurt. Schön die Bande eingesetzt. Salomo. Gegen Holz, gegen Zani. Und jetzt muss Hasse aufpassen. Hat er gut gelöst. Das ist Brohm mit der 9 hier am Ball. Und ruhiger Aufbau des FC Erzgebirge. Also die Pfeilchen verstecken sich keineswegs im Blattwerk. Im Gegenteil, 3:0. Und Holger Hasse. Das haben wir mehrfach angesprochen, dass der Mann einen herrlichen Schuss hat. Hier hat er einfach mal abgedrückt. Mit den Fingerkuppen war der Norman Becker da noch dran. Aber er macht ein feines Spiel, der Hasse. Und er kann sich auch auf seinen Torhüter, auf Jörg Hanel, verlassen. Großes Talent, das da beim FC Erzgebirge zwischen den Pfosten steht.
Tomowski hat eine kleine Pause eingelegt. Der hervorragende Techniker Noweski. Brown. Noweski spaziert mutterseelenallein zum 4:0. Niki Noweski kam mal vom FC Hansa Rostock in den Süden, ins Erzgebirge. Und hier hat er zweifelsohne ein wenig Glück, aber Glück des Tüchtigen. 4:0. Vorentscheidung. Hannemann. Also der FC Erzgebirge, der hat auch die Typen, die gut in der Halle klarkommen. Noch bei ihnen fehlen ja noch einige. Tetzner beispielsweise. Das ist ja ein ausgezeichneter Hallenspieler. Aber der so viel Pech hatte in dieser Saison. Erstes Spiel, gleich eine Verletzung. Und jetzt erst so allmählich wieder in den Kader kam. Außennetz hier. Weitere Magdeburger Bemühungen mit Sören Holz. Auch er war lange, lange Zeit verletzt. Und auch er seit 3-4 Wochen wieder mit von der Partie. Ist eine große Stütze der Magdeburger, gerade im Defensivbereich. Greibig, einer der Jungen. Und Freistoß, die Entscheidung für Tomowski. Sehr fair im Übrigen dieses Finale, auch das sei erwähnt. So, jetzt nähern wir uns der bereits avisierten 3 Minuten, die Magdeburg jetzt Zeit hat, das Ding noch zu drehen mit Hannemann, mit diesem Gewaltschuss. Und Jendrosek, Sek, wie er genannt wird, in der Verteidigung des FC Erzgebirge mit seiner ganzen Erfahrung. Der Mann, der in Borna geboren wurde. Aber dann ist Dobry frei. Pavel Dobry, das hat er hier im Turnierverlauf schon viel, viel besser gemacht. Der fünffache Torschütze. Bislang hier in diesem Finale ist er leer ausgegangen. Und das ist ganz einfach Zeit, Zeitgewinn für die weiß gekleideten Veilchen. Tomowski gegen Holz. Routiniert ist er auch, clever dazu. Blick zur Uhr und dann verlässt Tomowski das Spielfeld. Geht hinter die Bande. Und wir haben jetzt noch 2 Minuten zu absolvieren. Also die FC Erzgebirge-Fans, die jubeln bereits. Hier wird der Angriff nochmal abgepfiffen. Jendrosek in dieser hervorragenden Position. Hannemann. Zani. Und Grund da hinten lässt da gar nichts mehr anbrennen. Na, kommt Jendrosek noch an, jawohl. Jendrosek kommt noch heran und er macht sein Tor. 5:0. Klare Verhältnisse also in diesem Finale, nachdem es ja in der Anfangszeit gar nicht so klar und eindeutig für den FC Erzgebirge aussah. Aber das ist dann nun das Magdeburger Risikospiel, das hier der FC Erzgebirge bestraft. Und während wir diese Zeitlupe sehen, da hat es noch einmal geklingelt. Also nicht mehr nur 5:0, sondern Salomo. Hier haben wir diese Szene noch einmal. Oder was heißt noch einmal? Das erste Mal sehen wir es. Zum 6:0. Macht den Kohl am Ende auch nicht mehr fett. Also in der Vorrunde, da hatte Magdeburg noch mit 2:1 gewonnen. Aber hier spielt die Musik für den FC Erzgebirge Aue, die souverän ihren Titel des Vorjahres verteidigen können. 6:0, jetzt gibt es noch kleine Einlagen von Salomo, von Brom,
Aues Fans singen, zählen die Sekunden herab und dann wird es ja noch eine Packung für die Magdeburger. 7:0 wieder Salomo. Dritter Treffer von Salomo in diesem Spiel. Und das war's. In der Bildwiederholung hinein. Der Schlusspfiff des Schiedsrichters und der FC Erzgebirge freut sich. Also es gibt 3.000 Mark für die Mannschaftskasse, für den Sieger. Und Guido Niedfeld hat den erfolgreichen Trainer, soll man sagen, den Hallenfuchs Gerd Schädlich am Mikrofon.